Der Kachelofen ist durch die Heizkostensteigerungen wieder interessant geworden. Ich habe vor 35 Jahren dieses gute Stück errichten lassen, war damals mit 110.000 Schilling, das sind heute ca. 8.000 Euro, nicht gerade billig, aber durch Heizkosteneinsparungen hat sich diese Investition sicher mehrmals gerechnet. Der gesamte Wohn-Ess-Bereich bei mir mit ca. 60 Quadratmeter wird durch diesen Ofen den ganzen Winter geheizt. Und wie das funktioniert und wie man hier richtig heizt, das möchte ich in diesem Video zeigen. Zunächst schauen wir einmal auf die Temperatur. Derzeit 7,9 Grad draußen. Da brauchen wir nicht allzu viele Holzscheiter. Das ist für den heutigen Tag das ganze Futter für meinen Kachelofen. 6 Scheiter, 2 Holzbriketts und ein bisschen Anzündholz. Der Ofen wurde das letzte Mal vor 24 Stunden beheizt, ist derzeit noch handwarm und hat eine Temperatur zwischen 29 und 31 Grad. So, dann schauen wir, was in dem Ofen los ist. Hier sind noch Reste vom Vortag. Die werden natürlich bei diesem Vorgang verbrennen. Die Asche muss nur einmal im Monat herausgeräumt werden. Jetzt wird das Holz richtig hineingeschlichtet. Zunächst einmal 2 Stück links und rechts. Dann 2 Stück quer. Dazwischen geben wir diese Holzbriketts hinein. Und obendrauf dann noch die restlichen Scheiter. So, Anzündholz in die Mitte. Und nun jetzt der Trick zum Anfeuern. Ich mache hier 3 so runde Löcher. Und oben drauf geben wir auch noch eines. So, und jetzt wird es spannend. Bio-Anzünder bitte wegschauen. Aber das ist das Effizienteste, das es gibt. Es soll möglichst rasch ein großes Feuer da drinnen entstehen. Und das geht nur, indem man hier entsprechend mithilft. Ja, okay. Dann geben wir die Luftzufuhr und es brennt schon lichterloh. Schauen wir auf die Uhr, wie lange dieser Heizvorgang dauert. Experten sagen, man soll das Holz von oben her anzünden, weil es effizienter verbrennt. Ich habe das probiert, bei meinem Ofen funktioniert es nicht. Ich muss von unten mit einer entsprechenden Luftzufuhr das Feuer möglichst schnell entfachen und dadurch entsteht eine richtig große Hitze. Auch habe ich gesehen, wird bei manchen Kachelofen dann immer wieder Holz nachgelegt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal diese Menge, die man für einen Tag braucht, hineingibt, das Ganze entzündet und niederbrennen lässt und dann absperrt, dass das die effizienteste Möglichkeit ist, einen Kachelofen zu heizen.
So, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Schauen wir mal nach, was da drinnen los ist. Und dann haben wir noch Möglichkeit, ein bisschen umstürmen. Volle Hitze. Wow, ist richtig heiß. Da drüben ist auch noch einer. Die muss man jetzt schauen, dass sie richtig verbrennen. 40 Minuten sind vergangen. Schauen wir mal nach, ob es schon zum Absperren wird. Beim Absperren sollten alle Holzteile nach Möglichkeit verbrannt sein. Aha, da ist noch ein Scheit. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber alles andere ist schon niedergebrannt. Ich würde sagen, wir warten noch eine Minute und dann machen wir das Ofentürl zu. So, schauen wir, wie es ausschaut. Jawohl, schöne kleine blaue Flammen. Jetzt ist es Zeit zum Absperren. Absperren heißt, es wird der Ofen luftdicht verschlossen, dass keine Luftzufuhr mehr da ist und diese Glut, die da drinnen ist, erwärmt nun den Ofen und er glüht 24 Stunden. Der Absperrzeitpunkt bei einem Kachelofen ist sehr wichtig. Sperrt man zu früh ab, können sich Holzgase entwickeln, die mitunter dann zu einer Explosion im Ofen führen können. Sperrt man zu spät ab, ist eigentlich die ganze Hitze durch den Rauchfang entwichen und die Heizung ist nicht effizient. Also immer schauen, wenn das Holz niedergebrannt ist und eine schöne Glut drinnen ist mit blauen Flammen, dann ist es optimal. Jetzt ist eine Stunde vergangen und der Ofen beginnt langsam seine Strahlungswärme abzugeben. Hier haben wir 114 Grad, 99, da soll man nicht mehr unbedingt hingreifen. Im oberen Bereich sind es erst ja, zwischen 36 und 40 Grad. Nun sind eine Stunde 30 vergangen und der Kachelofen kommt so richtig in Schwung. Messen wir einmal die Temperatur. Hier zum Beispiel 116 Grad, 98 Grad, 113 Grad. Am Gesims ist es überhaupt sehr heiß. Schauen wir mal, 122 Grad. Der Kachelofen hat einen Nachteil, er lässt sich schwer steuern. Wenn man bei milden Außentemperaturen zu viel Holz hineingibt, ich habe heute 6 Scheiter und 2 Holzbriketts genommen, dann könnte es sein, dass es einfach zu warm wird und man kann ihn nicht herunterregeln. Aber besser zu warm als zu kalt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich ein Feedback bekomme zu meinem Video und wünsche allen viel Erfolg beim Heizen des Kachelofens.